Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Game zum Montag. Mit dem nächsten Pokémon-Spiel. Zwar kann ich euch hier kein Cover oder so zeigen, nein, ich habe mir das kostenlos im Nintendo eShop runtergeladen. Und zwar haben wir heute als Thema Pokémon Rumble Worlds. Es gibt scheinbar irgendwie ein Cover, das sieht dann so aus, aber ich verstehe es irgendwie nicht so ganz. Einerseits, das hat mir Wikipedia erklärt, ist das Spiel erschienen im Jahr 2015 und dann im Jahr 2016 ist dann eine sogenannte Einzelhandelfassung erschienen. Ja, ich begreife das Ganze nicht ganz und ich weiß auch nicht, ob man damals sich wirklich das Spiel mit Cover und alles für Geld kaufen konnte, ja. Falls ja, frage ich mich, warum ich das Spiel denn jetzt kostenlos auf dem 3DS runterladen kann. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall Tatsache, dass ich das kostenlos runtergeladen habe und deswegen bin ich auch sehr gespannt, ob sich das Spiel lohnen wird, wie sich das Ganze anfühlt oder nicht. Vor einiger Zeit haben wir die Fortsetzung davon gespielt oder angeschaut, Super Pokémon Rumble hieß das, glaube ich. Und das hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht, obwohl das Spiel wirklich simpel war. Ich denke, aufgebaut wird Pokémon Rumble World ungefähr gleich sein, aber vielleicht irre ich mich auch. Wir sehen uns jetzt das Ganze gemeinsam an. Viel Spaß und los geht's! Bevor wir Pokémon Rumble World spielen, sollte ich das Geschenk vielleicht mal aufmachen. Sehr gut, und los geht's! Spielfigurenland also. So, nachdem das Datum kontrolliert wurde, ich einen dämlichen Mii ausgesucht habe und was ausgewählt habe, können wir loslegen. Es war einmal im Spielfigurenland. Seid gegrüßt, Sean. Wir sind der König des Landes. Sean bin übrigens ich, ne? Wie uns kundgetan wurde, verehrst du Pokémon aller Art. Dies ist auch der Grund, weshalb wir dich heute zu uns bestellt haben. Wie du sicher weißt, leben in dieser Welt zahlreiche Pokémon-Spielfiguren. Doch sind sie ebenso schwer zu fangen, wie sie possierlich sind. Selbst wir, der König des Landes, besitzen nur dieses eine Pokémon. Warum sprichst du von dir in der Mehrzahl? Naja, ist egal. Doch, ach, welch Schmach, welch Schande. Wie sieht der denn aus? Kürzlich besuchte uns ein Hexer, dessen Sammlung 10 Pokémon-Arten umfasste. Edler Abenteurer, wir befehlen dir, eine Sammlung des Hexers zu übertreffen. Trage 11 verschiedene Pokémon für uns zusammen, so lautet unser Wunsch. Des Hexers Prahlerei war unerträglich. Wir hörten, es sei dein großer Traum, jede Menge Pokémon zu fangen. Wir wissen nicht, wie mühsam es ist, 11 Pokémon-Arten zu sammeln. Aber als König haben wir nun einmal einen Ruf zu verlieren. Und wir sind uns sicher, dass du es schaffen wirst. Wir platzen uns auf dich schon. Zeig uns, was du kannst. Wir stellen dir unseren Ballon, so wie unser Pikachu, zur Verfügung. Geh nun und fange Pokémon für uns. Okay, ich kriege einen Ballon und ein Spielzeug-Pikachu. Entdeckt Gekapur. Das macht noch nicht ich, ja? Hier leben wilde Pokémon. Dieses Mii hat keine Chance gegen das Pokémon. Ob es ihm wohl gut geht? Ach so, ich spiele jetzt Pikachu und... Ah, ich kann so angreifen. Ich kann... Wenn ich B drücke, kann ich in die Kamera lächeln. Hier mache ich nichts, hier auch... Ah, hier ist quasi der Status. Hier passiert nichts und hier auch nicht. Ich habe ja schon mal Super Pokémon Rumble angespielt, ja. Und das hat mir gut gefallen. Mal sehen, wie das jetzt funktioniert. Vermutlich ziemlich ähnlich. Drücke mal anzugreifen, ja. Bam! Bam, friss das Wampel. Bam, bam, bam. Ich kann die Gegner auch paralysieren, das ist geil. Ich habe irgendwas eingesammelt. Yeah, yeah, yeah. Ich sammle irgendwas ein. Was ist da unten? Ach so, Gekabor und Wampel sehe ich da. Das war Level Nummer 1. Tutorial Level Nummer 2. Was die Gegenstände greifst... Was? Ein Gegner in der Nähe greifst du automatisch an. Ach so, das ist interessant. Greif automatisch an. Hä? Oh, ich habe ein Flammy gefunden. Sehr geil. Drücke X, um zu wechseln.
Aufziehen und los geht's! Aber Flemly ist bestimmt nicht so stark, oder? Doch, Flemly ist viel mächtiger. Hat da 68, Pikachu nur 36. Gut, dann nehmen wir definitiv mal Flemly mit. Sehr cool, Leute, sehr cool. Feuer-Pokémon sind im Vorteil gegenüber Pflanzen-Pokémon, was du nicht sagst. Ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ehrlicher Vollidiot. Bam, bam, bam! So, das ging schnell. Nö, no, hab Dank. Geh gemeinsam mit Johnny weiter. Das gerettete Mii wird dich mit verschiedenen Items unterstützen. Aha, folgt es mir jetzt, oder wie? Wow, ganz viele Gag-Abor. Ich sie natze. Oh, ein Gag-Abor mitgenommen. Bam! Kriege ich noch mehr davon? Und weiter. Was fehlt mir jetzt da unten noch? Das ist ein Hydrope vermutlich, deswegen werde ich jetzt einfach mal wechseln. Und das andere dürfte Nidorina sein. Ich wechsle jetzt mal auf Gekabur, weil wie gesagt, ich nehme an, jetzt kommen Hydropis. Sieht man da unten. Doch nicht? Ein Zumpex! Ach du verdammte Scheiße! Erstmal die Kleinen hier erledigen. Vielleicht kriege ich ja ein Hydropi zusammen. Friss das! Zumpex! Warum kriege ich kein Hydropi? Zehner Serie. Oh, weg! Was machst du da? Kommt immer mehr, oder wie? Hydropi meine ich. Ich hätte aber gerne Hydropi. Kann ich hier im... Wow. Oh, ich kriege einen Trank. Boom. Ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen, ja. Ne, hier im Bosskampf kann ich vermutlich kein... Autsch. Kein Hydropi finden. Das ist ein bisschen scheiße. Oh, ganz viel Zeugs. Oh, die Zeit ist auch noch wichtig. Ich hoffe ja nicht. Aber jetzt fehlen uns drei Pokémon. Hab Dank. Ja, kein Problem. Wow, und ich als Mii bin fast tot. Ja gut, gehen wir weiter. So kriegen wir ziemlich schnell 11 Pokémon zusammen, würde ich sagen. Ja, können wir überspringen scheinbar. Zwei neue Pokémon. Flemly kann das Ziel verbrennen und Gekabur entzieht dem Ziel KP. Oh cool, und das war top. Willkommen zurück, Sean. Wir sind das Pokémon im Geleit. Unser königliches Gespür hat sich offensichtlich nicht getäuscht. Hiermit ernennen wir dich offiziell zu unserem persönlichen Hofabenteurer. Was auch immer. Hier, empfange diese Gabe von uns. Bereite dich damit auf dein nächstes Abenteuer vor. 15 Pokédiamanten. Was soll ich nun damit? Mit Diamanten kannst du dir einige Ballons für deine Reisen kaufen. In der Burgstadt findest du einen Laden, der verschiedene Bottenmodelle verkauft. Viel Glück, Ahof, Abenteurer Sean! Mache uns stolz! Ja, ist gut. Mach ich. Gefangene Pokémon 3. Kauf im Laden ein Ballon. Ach so, musste ich den anderen jetzt wieder abgeben, oder wie? Das Pikachu freut sich. Ach so, ich steuere das Pokémon und nicht mich quasi. Willkommen! Du hast einen neuen. Du willst einen neuen Ballon kaufen, richtig? Dann bist du ja genau richtig. Kauf dir einen Ballon, um Kurs auf neue Abenteuer zu nehmen. Blätterballon. Tropfenballon, Blutballon. Fördert dich zu Stufen mit vielen Feuer. Ach so. Ich nehme einfach mal. Ja, einen Tropfenballon. Weil ich habe kein Hydrope, deswegen sollten wir uns vor den Pflanzen, vor den Feuer-Pokémon noch fernhalten. Für 10 kaufen, ja. Tropfenballon erhalten. Geh zur Ballonstation, um deinen Ballon auszuprobieren. Brich von der Ballonstation zu deinen Reisen auf. Und wo ist das? Hier? Ja, hier! Okay, wir haben die Tropfenbucht. Was? Ach so. Ich kann nur an einen Ort hingehen. Okay, machen wir. Aufbrechen. Das Spiel sieht gerade sehr schick aus. Ach so, random. Will, ja, da, zum Stern, genau. Ich weiß nicht, was mir das bringt, aber ich nehme an, da gibt es bessere oder stärkere Pokémon. Okay, bam! Bam, bam, bam! Sollte immer ein bisschen in Bewegung bleiben, nehme ich an. Oh, ein Stern, du! Oh, ein Krabi! Und bam! Und bam! Okay, wenn ich nicht angreifen muss, ist das ziemlich cool. Habe ich jetzt hier alles mitgenommen? Scheint so. Da gibt es noch einen Kingler und den Rest, ich weiß noch nicht genau.
Oh, tausende Millionen Blindfass. Oh, ist das cool. Bam. Was das hier noch kaputt machen? Es gibt auch noch Punkte. Und weiter, ja. Booms. Und wieder Blindfass. Immer ein bisschen auf Abstand bleiben, wie gesagt. Wobei die hier, die mache ich ohne Probleme platt. Und nochmal zwei Sterndus. Yeah. Blindfass, Blindfass, Blindfass. Ja, die kann ich alle one-hitten. Das funktioniert gut. Nehme irgendwie keinen Schaden. Das ist gut, das ist gut. Was, da unten steht Mega-Entwicklung. Wollt ihr mich verarschen? Das gibt's auch noch. Eine Mega-Entwicklung. Ganz viele Krabbis. Nicht, 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 nicht. Ich habe volle KP noch, oder? Ja. Gib mir das da. Ganz viele Blindfass wieder. Oh, ich krieg noch ein Blindfass. Oder hatte ich überhaupt schon eines? Weiß es nicht. Das Spiel ist irgendwie ziemlich simpel, aber irgendwie ist gerade die Sammelsucht, die ist da. Die ist wirklich da. So, was jetzt? Kingler, oder? Ja, Kingler. Tschüss, Krabi. Ja, ich sollte mich definitiv auf das Kingler konzentrieren. Immer versuchen, von hinten anzugreifen. Oder bringt es mir überhaupt was? Doch, wenn ich die Kleinen angreife, es bringt mir tatsächlich was. Ich krieg solche Punkte. Bam, bam, bam. Immer von hinten feste drauf. Was war das für eine Ultra-Attacke hier? Verpiss dich! Au! Was macht das denn jetzt mit mir? Jetzt stirb! Ist es kaputt oder ich? Es. Oh, gut. Mein Gott. Ich dachte jetzt schon, scheiße, der schafft mich. Aber ich kann den Ballon jetzt hoffentlich noch das öfter benutzen, oder? Und weiter geht's. Und wo gehen wir jetzt hin? Wir zum König. Ah, wir sehen alle neuen Pokémon. Neu, ein Sterndu, ein Krabi. Oh, das scheinbar sehr gut ist. Ein Blindfahr. Noch ein Sterndu. Das ziemlich dick aussieht irgendwie. Sterndu, Krabi, Blindfahr und noch ein Krabi. Okay. Cool! Ja, willkommen zurück. Du hast großes Geschick bewiesen. Wir feiern dich jetzt und erheben dich in den zweiten Rang. Lang lebe der König, lang leben wir. Was? Wie? Niemand hat dich über das Rangsystem aufgeklärt. Wie du einer bist, in Zahlen zu fassen. Nö, hat niemand gesagt. Wie es aussieht. Abenteuer hohen Ranges erfreuen sich allseits große Beliebtheit. Sehr starke Pokémon freuen sich lieber mit hochrangigen Abenteuern an. Fang also weiter eifrig Pokémon, um deinen Rang zu erhöhen. Oh, cool. Fange Pokémon 6. Ja. Möchtest... Nein, ich möchte nicht Street Pass Scheiß machen. Ja. Nein, das will ich auch nicht aktivieren. Habe ich jetzt meinen Ballon noch, oder... Ich habe meinen Ballon noch, aber der ist, glaube ich, ziemlich am Arsch. Was, der ist gleich so kaputt? Ah ne, ich muss dann noch 4 Sekunden warten und dann geht's scheinbar. Ach so. Ah, alles klar, gut. Aufbrechen. Aber nicht wieder zum selben Ort. Okay, Burggraben, Eingang. Oh, cool. Leute, das Spiel gefällt mir gerade. Es ist simpel, aber wirklich cool. Carpador. Oh, weg von den Roxys. Habt ihr mir gerade Schaden gemacht, ihr scheiß Carpador? Na das. Hey, Carpador, Carpador. Yeah, Carpador mitgenommen. Goldini, okay. Auch eines mitgenommen. Und Level beendet. Ja, wenn ich hier mit einem Pokémon mit Typenvorteil durchlaufe, dann sind meine Probleme ziemlich überschaubar, glaube ich. Autsch. Besonders wenn ich selbstständig angreife. Wenn das Pokémon selbstständig angreift. Das ist cool. War das in Teil 2 auch so, dass das Pokémon selbst angegriffen hat? Weiß es gar nicht mehr. Au. Aber die Pokémon leveln ja nicht, nehme ich an, oder? Ich muss einfach immer stärkere zusammensuchen. Habe ich denn jetzt? Ja, ich habe alle dabei. Alle? Ich habe tatsächlich alle Pokémon dabei. Das ist ja geil.
Das ist ja geil. Gibt da bestimmt auch eine Begrenzung, nehme ich an. So, wer kommt jetzt? Gold King, oder? Am Witzel! Oh, shit! Was ist das? Was ist das? Und weg, 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 weg! Ja, immer ein bisschen von hinten. Mein Gott! Was? Bin gleich tot. Oder? Was macht es da? Seht vollkommen durch hier. Aber das kriegen wir hin. Au, 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 au. Was tackelt es mich denn tot? Stirb. Was heißt stirb? Es ist ein Spielzeug. Kann man da wirklich von stirb sprechen? Ich glaube eher nicht. Ja, und so eine Minute 30 pro Level? Ich meine, damit kann man auch irgendwie leben. Gefällt mir wirklich gerade für zwischendurch. Aber was soll die Scheiße von wegen, warte, bis der Ballon aufgepustet ist? Wow, eine Goldini-Armee. Cabro, Goldini. Noch eins. Da ist ein sehr gutes Goldini scheinbar. Froxy und noch ein Froxy. Cool. Saphir-Ballon, Rubin-Ballon. Pokémon Haus 1. Schau im Laden vorbei. Alles klar. Wir nennen dich, Abenteurer des Rang 3. Wenn du weitermachst, hast du nur 11 Arten zusammen. Ja, ja. Schön. Wir sind in Spedierlaune. Empfange diese Gabe von uns. 25 Diamanten. Cool. Hallo, Froxy. Okay, ich soll in den Laden gehen. Hallo. Gib mir... Oh, Hilfsmittel. Pokémon Haus. Damit kannst du 30 Pokémon mehr in deinem Team haben. Ja, das will ich. Unbedingt. Einfach ein Haus. Ballon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich zuerst nehmen soll. Okay, gib mir den Rubinballon, komm. Wir wollen jetzt nicht geizen hier. Und jetzt habe ich nur noch 8. Wie kann ich denn Diamanten kaufen? Aha, für reales Geld. Aha. Oh, gratis Diamanten. Verbinde dich mit anderen Spielern. Nein. Aha, ich muss mir also für reales Geld Dingens hier kaufen, ne? Ah komm, wir gehen jetzt dahin. Ja, wobei, nee, wir warten mal noch. Ich möchte nochmal hier hingehen. Ich muss hier 3 Sekunden warten. Ja gut, deswegen, ne? Konnte man sich das Spiel gratis und kostenlos runterladen. Wenn man wirklich Geld dafür ausgeben müsste. Ne, jetzt wieder da? Oh, komm schon. Wenn man wirklich gratis Geld ausgeben müsste. Nee, das ist neu. Cool. Oh mein Gott, wechseln. Wo ist mein Flamly? Da. Nein, da lass mich in Ruhe. Dann müsst ihr wirklich Geld ausgeben, um hier schneller voranzukommen. Ja, deswegen war es kostenlos, ne? Tolle Sache, das. Boom, boom. Immer gut ausweichen. Und einen Kokuna mitgenommen. Yeah, aber noch kein Hornliu. Aber ich dürfte jetzt bald meine 11 Pokémon zusammen haben, nehme ich an. Das Spiel macht gerade wirklich süchtig. Ja, übertreibt's halt hier. Immer ein bisschen im Kreis rennen. Dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. 2 Mehikel mitgenommen. Aber immer noch kein Hornliu. Ich one-hitte die. Aber ja, ich denke, ich bin immer noch zu schwach, um da zu diesem Rubinort hinzugehen. Ich denke wirklich, da brauche ich stärkere Pokémon. Oh, ich habe ein Hornliu. Yes. Und Mehikel auch besiegt. Hier noch Dinge mitgenommen. Und bums. Ja, wenn die Wartezeit wirklich immer nur so ein paar Sekunden beträgt, bis der Ballon wieder aufgepustet ist. Ja, dann kann ich schon damit leben, ja. Aber ansonsten, was soll die Scheiße? Oh, Heilung. Weil das Spiel, das gab es ja auch mal richtig zum Kaufen. Versteht ihr? Glaube ich zumindest. Ich meine, es gibt Bilder von Covern im Internet, ja. Ja, was kommt jetzt? Bestimmt ein Bibor. Ja, man sieht's da unten. Nein, Vati!
Okay, da muss ich... Oh, Verbrennungen erlitten. Yeah. Oh, fuck, fuck, fuck. Lass mich in Ruhe. Will nicht paralysiert sein. Oh, fucking fuck. Geht alle weg hier. Los, greif an, du Kackvieh. Und Booms. Yes. Und Booms. Und Booms. Und weg. Man weiß nie. Es dreht wieder komplett durch. Nee, 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 nee. Gut, gut, gut. Booms. Ah! Es verfolgt mich. Habt ihr das gesehen? Was ist das? Und dies. Ablösen. Ja, ich muss wechseln. Shit, was machen wir jetzt? Hm, so viele Wasser-Pokémon. Fantastisch. Wir nehmen Makel. Und zwar das Beste. Hier, ein 50er. So, auf geht's. Boom. Darf Abstand gehen. Oh, es ist gleich kaputt. Makel war super. Yeah. Wir haben jetzt unsere 11 Pokémon zusammen, aber sowas von. Oh, Makel ist toll. Aber werden meine Pokémon auch geheilt, wenn wir eine neue Reise antreten? Das wäre cool. Und wie gesagt, diese Szene, die brauche ich nicht unbedingt. Spiel? Ah so, okay. Yeah, ein Top-Mehikel. Hinterlässt die Menge an P, die das Ziel hinterlässt. Aha, mit dem Käfer bist cool. Sie gucken, das ist total süß. Okay, ein Top-Mehikel haben wir. Und freigeschalteter Titel. Sportanzug. Achso, Kleider wird es auch noch geben. Jetzt habe ich aber 11, oder? Eine wahre großartige Leistung, Hofabenteurer. Schon, du hast 11 Arten gesammelt, ja, ja. Jetzt werden sie in der Burg präsentiert. Jetzt werden sie der Burg präsentieren. Jetzt müssten wir alles gründlich vorbereiten. Statt uns später erneut einen Besuch ab. Okay. Ich habe sogar 12 Pokémon. Geh zur Burg, wenn du bereit bist. Warum musste ich denn gehen? Ja, du kommst wie gerufen. Was, der Hexer lädt ein. Siege innerhalb von 150 Sekunden. Zerstöre mindestens 10 Objekte. Setze eine sehr effektive Attacke ein. Ja, wir versuchen es einfach mal. Ein Schreiben aus der Feder des Hexers ist eingetroffen. Wir brauchen eine Hilfe. Willst du annehmen? Ja. Möchtest du versuchen? Ja. Ja, da bist du ja. Während unserer Vorbereitung zur Präsentation der Pokémon erreichte uns folgendes Schreiben. Oh, mein König, ich, euer bescheidener Diener, der Hexer, bin im Besitz eines fantastischen Pokémon mit Geheimkräften. Gern bin ich bereit, es eurer Hoheit in einem Privatturm persönlich vorzuführen. PS, eure Majestät möge zu dieser Gelegenheit die Krone nicht vergessen. Klingt mir nach einer Falle, aber was soll's. Dieser Brief ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Doch das Pokémon, von dem er spricht, hat unsere Neugierde geweckt. Hofabenteurer, schon, begleite uns zum Turm des Hexers. Okay, ich hoffe, ich darf meine Pokémon mitnehmen. Ihr seid tatsächlich gekommen, eure Majestät? Ich bin es, euer bescheidener Diener, der Hexer. Es ist mir gelungen, eines der größten Rätsel der Welt zu lösen. Das Geheimnis der Mega-Entwicklung. Die Mega-Entwicklung verleiht einem Pokémon drei Dinge. Stärke, Überlegenheit und ein außerordentlich schickes Aussehen. Naja, nicht immer. Sie ist der Inbegriff von Macht. Und als Besitzer eines Pokémon mit dem Potenzial zur Mega-Entwicklung halte ich es nur für angemessen, dass der Thron an mich geht. Warum? Weil du ein starkes Spielzeug hast? Was für ein Vollidiot. Also hier, Meister, her mit der Krone. Nein. Niemals. Schon jetzt bist du gefragt. Okay. Ja, lass mir keine andere Wahl. Auf in den Kampf. Überzeug dich selbst von der Macht der Mega-Entwicklung. Ich bin ganz bestimmt zu früh hier. Oh Gott. Ja. 10 Objekte auf jeden Fall. Oh Gott. Moment, wir wechseln natürlich. Wo ist mein... Da ist mein Flamly. Auf jeden Fall... Nein, es ist falsch! Ja, Flamly, für das Durengard... Durengard. Für das Gramokles... Was? Die töten mich! Fucking fuck. Nehme dieses Makel, das ist das Stärkste. Was? Ich... Nein, nicht nochmal versuchen. Okay, ich bin zu schwach, definitiv. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ja, und während ich wechsle... Warum bin ich jetzt das Blindfahr? Wird das Flamly sein? Ja, während des Wechsels kann das aktuelle Pokémon halt auch angegriffen werden. Das ist ein bisschen schade.
Wir versuchen jetzt mal da zu den neuen Orten hinzugehen. Mit dem Rubinballon. Aufbrechen. Ja, und wenn man verschiedene Ballone hat oder Ballons, was weiß ich, dann ist bestimmt auch immer ein Ballon bereit, ja. Sandwirbelwüste, Zentrum. Okay, hier möchte ich nicht unbedingt Flemmli vorne haben. Ich suche mir ein starkes Blindfall, dann Froxy. Oder... Ach so, das ist schon bereits nach der Stärke geordnet. Das ist richtig gut. Das ist richtig sogar sehr gut. Dann nehmen wir hier Scaldini mit 85. So, wir haben gelernt. Oh nein! Na, das war dumm. Natürlich sind hier Pflanzen-Pokémon unterwegs. Okay, lass mich jetzt in Ruhe. Lass mich in Ruhe. So. Boom! Boom. So, schnell sein. Boom. Schnell sein. Gut sein. Ultra gut sein. Das ist fantastisch, das Spiel. Wirklich simpel gehalten, aber mir gefällt es gerade wirklich gut. Was seid ihr denn? Kuhitas. Oh ja, übertreibt's nicht hier. Viel zu viel Zeugs hier. Erstmal hier ein bisschen uns vor den... von den Pokémon befreien, die nicht allzu viel können gegen uns. Nehm an, das ist gefährlich hier, der Treibsand, oder? Deswegen sind wir vorsichtig. Und weiter. Niam! Gut, man hat mittlerweile... Oh, scheiße, verdammt! Jetzt brauche ich ein gutes Wasser-Pokémon. Gib mir das Goldini halt jetzt, ja. Lass mich in Ruhe. Okay. Boom. Wir haben keine Wasserattacke drauf. Kann das sein mit Goldini? Aber es passt trotzdem. Das da. Leute, das Spiel spielt sich wirklich super. Weiß nicht weshalb, aber ich bin gerade ein Riesenfan davon. Haben wir eine Flugattacke drauf? Ernsthaft? Oder warum sind wir sehr effektiv gegen Makuhita? Fantastisch. Fantastisch. 112er Makuhita. Okay, wir kriegen hier wirklich immer stärkere Pokémon zusammen. Und dann sollten wir auch irgendwann stark genug sein, um gegen den Hexer anzutreten. Aber ich glaube, das werden wir jetzt nicht unbedingt versuchen. Für den Moment auf jeden Fall nicht. Immer in Bewegung bleiben. Dann können die mir eigentlich nicht viel. 120 Rotowurf. Fantastisch. Kaffeeheilung. Liegt da unten jetzt noch was? Ich finde es toll, hier so mit Spielzeugen zu spielen. Oh, mit Spielzeugen zu spielen. Was macht man ansonsten mit Spielzeugen, verdammt nochmal? So, okay, was kommt? Kann es nicht erkennen. Donphan, okay. Oh, ganz viele kleine Funpies. Werde aber gerne zurückgehen. Was haben wir denn noch? Ah, Hornattacke. Hier Schnabel, Egelsamen, Ruckzuckhieb. Oh, hier haben wir Blubber zum Beispiel. Gib mir das Krabi. Ja. Mein Gott, mach ich nicht viel Damage. Oh, großer Gott, mach ich nicht viel Damage. Bis das! Und das! Okay, wir kriegen es hin. Nehmen wir sich ein bisschen die Fumpies vom Leib halten. Und dann versuchen, das Donphan von hinten zu attackieren. Wow, außer er macht sowas. Das Coole ist auch, dass ich alle Pokémon gleichzeitig treffen kann, die in der Nähe sind. Oh. Kleine Funpies, geht mir aus dem Weg. Ah, es dreht durch. Komplett. Njoms und weg. Shit. Ablösen. Irgendwas. Was haben wir denn sonst noch? Starke Wasserattacke, bitte. Hier, nächstes Krabi. Gott, das darf ich nicht machen. Ich muss immer ganz... Fucking fuck. Ich brauche immer ganz viel Abstand. So, wir wechseln wieder. Okay, ich brauche mehr starke Pokémon. Hier, nochmal ein Krabi. Lauf doch weg! So. Oh nein, es dreht durch. Dreh durch, komplett. Nein, lass mich in Ruhe. Oh, da, ein Funpie. Ich kann scheinbar doch welche einsammeln.
Das ist gut zu wissen. Yeah, 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 yeah. Seht euch das an. Yes, doch, mein Fanpi mitgenommen. Das ist wirklich gut zu wissen. Ich kann das ging daneben, warum? Ich kann Spielzeuge einsammeln, die den Boss unterstützen. Und stirb! Das ist wirklich gut zu wissen. Oh, alles meins, alles meins, alles meins! Man darf sich hier nicht zu viel zumuten, ja. Aber dann kommen wir klar. Das einsammeln, meins, und los geht's. Njom, Scrappy. Und yeah, cool! Eine Armee hier. Oh, ein Top-Tusker. Makuhita. Keines Top scheinbar. Level 5. Und hier auch kein Top. Nee. Aber wir sind alle total süß. Ich würde sagen, das machen wir gleich nochmal. Ja, seht ihr, hier könnte ich jetzt direkt weiterfliegen zur Tropenbucht, aber hier muss ich wieder 9 Sekunden warten. Ich verstehe nicht ganz. Ja, warum? Ja. Wenn man mehrere Ballons hat, dann, ja. Ne? So, bitte an einen neuen Ort gehen. Wäre ich ein Fan von. Katersee beim Abend. Da waren wir noch nicht, oder? Nee. Okay, wir... nein. Jetzt haben wir ein Problem. Tusker, du kannst Absorber. Fantastisch. Genau das brauche ich jetzt. Bam, yeah, wuhu! Oh Gott! Oh, wow, Maske Regen! Wow! Ja doch, das gefällt mir. Immer die stärksten Pokémon hier. Dann ist man auch stark genug, um weiterzukommen. Im Moment ist Tusker unser stärkstes, oder? Ja, mit 120, was weiß ich sag mal WP. Oh, Gold, 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 Gold! Weiß nicht, was die Goldmedaille bringt, aber ich wollte sie haben. Werdet ihr sie bitte? Danke. Ich habe noch keinen Geber, ja. Wo lang jetzt? Da kann ich noch nicht durch. Wird mir bestimmt irgendwann mal eröffnet, der Weg. Nicht der Blubber. Oh, ich habe tatsächlich einen Maskeregen. Cool. Aber immer noch kein Geber, ja. Hier kann ich bestimmt... Doch, hier kann ich auch lang. Yes! Und ein Schmerbe. Eine Karte wäre vielleicht auch noch cool. Ich meine ja nur. Wow, zu viel Zeugs. Ich muss aufpassen, langsam aber sicher. Werde ich platt gemacht. Sollte weggehen. Ablösen, schnell! Ablösen! Ich kann nicht! Ne, erst ein bisschen weggehen. Erst ein bisschen weggehen, so. Und nun. Nehmen wir das Tusker hier. Wie gesagt... Die können mich töten, während ich mein neues Pokémon auflade. Verdammte Scheiße, lass mich jetzt in Ruhe. Warum? Was ist denn mit mir los? Warum bin ich nass? Ich brauche länger, um meine Attacke aufzuladen, irgendwie. Oh, 160er Maskeregen, cool. Okay, ich bin wieder am Start, ich bin wieder am Start. Der Pfeil zeigt, ich soll da lang. Hier ins Wasser kann ich nicht, gut, dann muss ich da lang. Ja gut, gegen die Schmerbe. Da bin ich denn doch gut unterwegs. Hier geht's auch nicht weiter. Okay. Und halt, da ist noch was. Heilung, das kann ich gebrauchen. Vielleicht sollte ich das Pokémon immer wechseln, wenn ich eine Heilung einsammle. Okay, da vorne ist schon der Boss. Was kommt, Leute? Angst. Karipas, ach du Scheiß. Oh, süß. Klein hier. Ich hätte gern Spielzeug davon. Yes, da ist eines! Galapafloss. Oh, nicht so nah rangehen. Nein! Ich mach gut Damage. Boom! Heile ich mich jetzt eigentlich auch oder nicht? Geht mir alles im Weg hier. Ich brauch Platz. Wow! Was war das gerade? Nein, nein, nein. Oh Gott, ablösen. In Deckung gehen. Zah. Oh Gott, da oben sind noch mehr. Komm her. Oh Gott. Nein, der hat eine andere Attacke drauf.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, dieses Tusker kann ich nicht gebrauchen. Dieses Tusker kann ich echt nicht gebrauchen. Ich muss darauf achten, was für Attacken sie drauf haben. Achso, das kann zum Beispiel zwei Attacken jetzt. Oh, das ist cool. Oh Gott, die Attacke ist noch viel geiler. Ich glaube, die ist noch viel stärker. Wo ist jetzt der Boss? Da. Hat er gerade sein eigenes Feeder platt gemacht? Au, au, au. Ich muss aufpassen. Nein, ich mag... weg da. Ich muss irgendwo hingehen. Wobei, Moment, wenn ich B drücke... sollte ich mich erholen. Oh, das sind so viele. Ich drücke jetzt B. Erholungsschlaf. Nein, 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 nein. Steh doch auf. Nein, nein, steh doch auf, Mensch. Nein. Gott, es klappt alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Ich muss wieder wechseln. Das ist ultra spannend gerade für mich. Was kannst du? Egels. Egels haben, toll. Nehmen wir hier ein starkes Mehikel, würde ich sagen. Muss ich jetzt langsam aber sicher um den Boss kümmern. Mit den Kleinen sollte ich jetzt langsam aber sicher aufhören zu spielen. Der scheiß Boss da. Ah, fucking. Du hast auch. Oh Gott! Muss wieder weggehen. Oh nein, lass mich alle in Ruhe. Sind viel schneller als ich. Echt viel schneller als ich. So, hier muss ich warten. Oh, das gibt's doch jetzt nicht. Was habe ich denn noch Starkes? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Nehmen einfach mal das rote Murf hier. Ist das klug? Ich nehme es einfach mal. Oh Gott, schnell weg! Ich mache kaum Damage. Scheiße. Ha, aber es hat doch noch gereicht. Ein letzter Schlag. Wuhu. Okay, das war jetzt gut knapp. Das war jetzt gut knapp. Aber doch noch geschafft. Yeah! Und da liegt noch was. Zack, Galappenfloss. 140. Alle Münzen sind weg. Aber ja, ist mir erst jetzt aufgefallen, dass Pokémon auch zwei Attacken beherrschen könnten, theoretisch. Und ja, so kann ich hochleveln und so werden auch immer stärkere Pokémon zu uns kommen. Neue Maskeregen, neue Schmerbe. Oh, ein Top-Maskeregen. Galappenfloss und nochmal eines. Partnerkraft, Scheibenladen vorbei. Oh Leute, das Spiel ist riesig, kann das sein? Gehen wir mal auf Pokémon. Fangen wir Pokémon... So viel Zeugs. Ach so, hier sehe ich auch die, die ich gesehen habe, aber nicht gefangen habe. Ach so. Aha, aha, aha. Okay, cool. Okay, cool. Leute, ich würde sagen, wir machen noch einen letzten Durchgang. Und zwar mit dem Tropfenballon. Und dann würde ich sagen, haben wir es langsam sicher gesehen. Ich meine, es ist nur ein Game zum Montag, aber ich finde das Spiel gerade fantastisch. Vielleicht kriegen wir hier noch einen Kingler zusammen oder so. Das wäre geil. Das wäre dann bestimmt ultra stark. So, aber da jetzt hier wieder Pflanzen-Pokémon unterwegs sind. Wasser-Pokémon meine ich. Nehmen wir wieder unser Tusker. Mit dem Absorber. Was entdeckt? Seht ihr, hier kommen immer stärkere Pokémon, weil wir ja auch ein besseres Level haben jetzt. Seht euch an, wie dick sie sind. Oh, fuck, fuck, fuck. Okay, ein Wingull haben wir. Okay, das Problem ist jetzt... Das sind halt auch Flug-Pokémon, ne? Ah, okay, mit den Krabbis werde ich dann fertig. Den Blindfass definitiv auch. So. Habe ich das gerade richtig gelesen? Oh, nochmal ein stärkeres Blindfass. Hier hinten nichts mehr, nö. Über 150er Blindfass, das ist fantastisch. Ja, und solche Pokémon muss ich mir dann zusammenstellen. Wenn ich dann gegen den Magier kämpfen möchte. Ich sollte ein bisschen vorsichtig sein. Yes! Brrr. Dann mal wechseln, würde ich sagen. Blindfahr, leck mich. Oh Gott! 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 Und wechseln! Was nehmen wir? Wir nehmen diese Tusker hier. Aber oh, behalte dich doch! Weg! Ja, komm schon, dich hätte ich gerne. Und nee, nicht gekriegt. Kein Plipperin für uns. Ist aber okay. Nee, nee, nee. Yeah, Geld!
Und das letzte Stern, du, zack. Wuhu. Ja, Leute, ich liebe das Spiel gerade, ganz im Ernst. Es ist total simpel, aber es macht total viel Spaß. So, Kingler, wir sind wieder da. Darf ich dich jetzt mitnehmen? Immer ein bisschen in Deckung bleiben. Wow, ich habe gerade ultra viel Damage gemacht, kann das sein? Weg! Macht es da einen riesen Ultra-Blubber hier? Seht ihr, wie viel Damage ich ihm mache? Es ist gestunt! Gestunt! Ah, shit. Es lädt seine Attacke auf, dann kann ich es scheinbar nicht treffen. Ah, fuck! Ich sehe meine Anzeige nicht mehr. Stirb! Oder halt, geh kaputt. Ich meine, es ist ein Spielzeug, ne? Und? Es kommt nicht mit. Fantastisch. Immerhin haben wir zum Beispiel den Wingull mitgenommen. Okay, Leute. Ich glaube, das reicht, oder? Ihr habt gesehen, das Spiel ist... Ich finde es wirklich ultra cool. Ich informiere mich mal, wie lange das Spiel dauert. Und wer weiß, vielleicht kann man da mal ein Let's Play von machen oder so. Das dicke Wingull. Das sieht fantastisch aus. Oh, ultra starke Blindfass, dicke Stern, du und ein... Oh, ein Top-Grab, wie seht euch das an? Es leuchtet sogar. Oh, ich liebe das Spiel. Gut. Gut, haben wir sonst noch hier was mache ich da? Ich kann da nicht näher hingehen, nein. Ich möchte noch kurz sehen, ob da noch irgendwas ist. Abgesehen von unserem tollen Spielzeug. Ich kann nach draußen gehen? Warum? Oder ist das bloß die andere Seite des Dorfes? Ja, da ist der Laden wieder. Okay, Kleidung kaufen. Pünktchenkostüm. Weißes Karo, Parker. Ja gut, die Kleidung ist jetzt nicht so geil. Hilfsmittel, Pokémon-Haus. Damit kannst du ein Pokémon mitnehmen, wenn du die Burg eines anderen Spielers besuchst. Okay, das interessiert mich dann auch nicht. Und Ballons, ne. Ne, ich habe noch keine weiteren Edelsteine bekommen. Gut, Leute, wie ich finde, wirklich ein sehr, sehr cooles Spiel. Ich würde noch gerne hier das dicke Wingull aussuchen. Einfach nur, weil ich finde, es sieht wirklich cool aus, so. Und dann würde ich sagen, Leute, das war's für heute mit Game zum Montag. Mit dem wirklich coolen Spiel. Pokémon Rumble World. Ja, so hieß es. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss! Hat ihr den Idioten gerade gesehen? Einfach umgefallen.